Wusstest du? Du kannst unsere Hörspiele viel bequemer auf Spotify, Apple oder Amazon Music streamen. Am besten folge unserer Playlist dort. Und jetzt viel Spaß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun noch zu einer Vermisstenmeldung. Nicole Sallinger ist verschwunden. Die 19-jährige Influencerin mit fast 1 Million Followern wird seit mittlerweile einigen Stunden vermisst. Ihr letztes Lebenszeichen war eine Instagram-Story, die sie auf einer Schneewanderung aufgenommen hatte. Von der kam sie allerdings nicht wieder zurück. Mein Dad hatte den Fernseher immer leise im Wohnzimmer an, während er in der Küche das Abendessen brutzelte. Ich lag auf der Couch und döste gemütlich vor mich hin. Doch die Worte des Nachrichtensprechers ließen mich unsanft aus dem Halbschlaf aufschrecken. Nicole Sallinger. Hatte ich den Namen da gerade richtig gehört? Das konnte doch nicht sein. Die kannte ich. Sehr gut sogar. Sie war meine beste Freundin in der Schule gewesen. Wir hatten zusammen Abitur gemacht. Ich schaltete den Fernseher schnell lauter, doch da ging es bereits um ein anderes Thema. Das Wetter und den Wintereinbruch in Deutschland. Ich packte aufgewühlt mein Handy vom Couchtisch und googelte ihren Namen. Influencerin verschwunden. Die meisten Artikel waren gerade mal 1 oder 2 Stunden alt. Nach Wanderung nicht wieder heimgekehrt. Bei einem Ausflug in die Alpen kehrt die bekannte Influencerin nicht wieder zurück in ihr 5-Sterne-Hotel. Allerdings fand man ihren Hund, der verängstigt an einem Waldweg sich hechelnd und verwirrt herumwälzte. Die Polizei schließt ein Verbrechen zum aktuellen Zeitpunkt nicht aus. Es könnte sich aber auch um einen Unfall handeln. Helikopter und Suchtrupp sind im Einsatz, aber aufgrund des starken Schneefalls ist eine gut koordinierte Suche fast unmöglich. In diesem Moment klopfte es an der Tür. Bekommen wir heute noch Besuch? Ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast, rief mein Dad aus der Küche. Haha, Dad, aber nicht, dass ich wüsste, dass noch jemand kommt, antwortete ich halb abwesend. Okay, mach aber bitte mal auf, sonst brennt mir hier alles an. Ja, Dad, ich mach ja schon. Ich lief zur Wohnungstür und versuchte, die Gedanken an Nicole erstmal abzuschütteln. Wer klingelte denn noch um 20 Uhr? Vielleicht ein spätliefernder Paketbote. Ab und zu gibt es ja diese Abendlieferungen und meine Mom liebte es, online zu shoppen, auch wenn sie die Hälfte davon immer wieder zurückschickte. Als ich die Tür jedoch öffnete, bot sich mir ein unerwarteter Anblick. 2 uniformierte Polizisten standen in unserer verschneiten Einfahrt. Entschuldigen Sie die Herren, wie kann ich Ihnen helfen? Ist alles in Ordnung? Sie sind Mike Eschberger? Ja, der bin ich wohl. Keine Angst, wir wollen nur mit Ihnen reden, es ist nichts passiert. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir kurz hereinkommen? Ehrlich gesagt schon. Um was geht es denn? Habe ich irgendetwas angestellt? Nein, Sie können beruhigt sein. Es geht nur um das Verschwinden von Nicole Sallinger. Mein Dad hatte den beiden Cops etwas vom Abendessen angeboten, was diese allerdings dankend ablehnten. Zudem schickten sie meinen Vater aus seinem eigenen Wohnzimmer und wollten lieber mit mir alleine sprechen. Ich schwitzte richtig. Was wollten die? Mike, wann haben Sie Nicole Sallinger das letzte Mal gesehen? Vor über einem Jahr muss das gewesen sein. Auf der Abschlussparty nach unserem Abitur. Und seitdem haben Sie sie nie wieder gesehen? Nein, wirklich nicht. Wissen Sie, Mike, Sie haben sie geliebt, oder? Das ist, was wir wissen. Ich wüsste nicht, was Sie... Okay, Mike, hören Sie mir zu. Wir sollten ehrlich sein. Das hier kann ewig dauern. Wir können sie auch mit aufs Revier nehmen. Oder wir bringen das alles schnell hinter uns. Erzählen Sie uns von Ihrem Verhältnis zu Nicole.
Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wir waren beste Freunde damals, das ist wahr. Aber dann fing sie an, dieses Influencer-Ding zu machen. Sie postete jeden Tag irgendwelche Model-Bilder oder Reels und TikToks, keine Ahnung. Und sie wurde so schnell berühmt. Alles, was sie postete, machte sie nur noch bekannter. Sie machte Tausende, nein, irgendwann sogar Zehntausende neue Follower am Tag. Und bald vergaß sie ihre alten Freunde, unter anderem auch mich. Nach der Schule hatten wir dann gar keinen Kontakt mehr. Sie war ja dann in anderen Kreisen unterwegs. Okay, Mike, vielen Dank. Sie waren also nur Freunde. Wir haben da andere Aussagen, dass sie, wie soll ich das sagen, sehr einseitig verliebt waren in Nicole. Das ist schon ewig her und was wollen Sie mir hier überhaupt unterstellen? Dass ich an Nicoles Verschwinden beteiligt bin? Weil falls Sie das tun, will ich einen Anwalt. Und Sie haben mich eben da draußen in der Einfahrt angelogen. Sie sagten, ich soll mir keine Sorgen machen und dann verhören Sie mich hier drin in meinem eigenen Wohnzimmer? Nein, Mike, beruhigen Sie sich. Wir reden mit Ihnen nur als Zeuge. Noch. Das kann sich aber schnell ändern. Ich habe eben erst aus den Nachrichten von Ihrem Verschwinden erfahren. Ich weiß nichts darüber. Nun, Mike, wir machen diesen Job schon ziemlich lange und wir spüren, dass etwas mit Ihnen nicht ganz stimmt. Sie wirken äußerst nervös. Eine Information, die noch nicht in den Medien ist, ist folgende. Sie bekam Drohung. Nicole hatte einen verrückten Stalker, jemand, der ihr Liebesnachrichten schickte. Und als sie ihm nicht antwortete, da drohte er, sie zu entführen. Das ist wirklich tragisch, aber... Ist doch sicherlich normal bei diesen ganzen Social-Media-Stars. Da gibt es unter diesen Millionen von Fans sicherlich auch ein paar Verrückte, aber was genau habe ich damit denn zu tun? Nun ja, wir konnten die IP-Adresse des Instagram-Accounts zurückverfolgen. Und sie führte genau zu deinem Haushalt, Mike. Okay, wissen Sie was? Ich will jetzt wirklich einen Anwalt oder zumindest mit meinem Vater reden. Aber eins sage ich Ihnen. Ich habe diese Nachrichten nicht geschickt. Vielleicht ist das nur ein dummer Trick von Ihnen, vielleicht wollen Sie mich irgendwie herauslocken, aber ich sag Ihnen eine Sache und die meine ich zu 1000% ernst. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, ich stand damals auf Nicole wie die halbe verdammte Schule, das ist alles. Und jetzt bitte ich Sie, dieses Haus zu verlassen, außer Sie haben einen Haftbefehl gegen mich, aber ich glaube, das hätten Sie mir schon erzählt. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und ging zum Gegenangriff über. Die Ermittler grinsten sich an, sie hatten mich wohl aus der Fassung bringen wollen. Und das hatten sie geschafft. Dann nickten die Polizisten und standen auf. Sie gaben mir höflich die Hand und sagten, sie würden sich melden, wenn sie noch Fragen hätten. Das anschließende Essen mit meinem Dad war höllisch für mich. Natürlich fragte er mich nach dem Grund dieses Polizeibesuches. Und ich antwortete ihm auch halbherzig. Das können die nicht mit dir machen. Ich rufe meinen Kollegen an. Sein Sohn ist ein guter Anwalt. Nicht, dass sie dir da irgendwas in die Schuhe schieben wollen, weil die zu inkompetent sind, einen richtigen Verbrecher zu finden. Dad, das ist wirklich lieb, aber das brauchst du nicht tun. Ich habe ein ruhiges Gewissen. Ich schwöre dir, ich habe nichts getan. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich sagte die Wahrheit. Ich hatte nichts damit zu tun. Ruhig schlafen konnte ich in dieser Nacht trotzdem nicht. Ich war die ganze Zeit am Computer und bereitete mich nebenbei auf den nächsten Tag vor. Denn mehr als die Verdächtigung gegen mich machte mir Nicoles Schicksal Sorgen. War meine alte Freundin noch am Leben? Oder war ihr etwas zugestoßen? Ich musste es herausfinden. Am nächsten Morgen ließ ich meine Uni ausfallen, tätigte einen Anruf und setzte mich dann in das Auto, das mein Dad mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Es war ein alter VW, der halb auseinanderfiel, aber ich war damit unabhängig und das war das Wichtigste. Ich stellte per Navi das Hotel ein, in das Nicole eingecheckt hatte. Es war eine Stunde von uns entfernt. Dann schaltete ich das Radio ein und raste los. Ich wollte, wie gesagt, selbst herausfinden, was passiert war. Nach einigen Liedern aus den 80ern meldete sich endlich der Radiomoderator.
Leider gibt es im Fall der verschwundenen Influencerin nichts Neues. Allerdings macht der Schneefall in den Alpen den Ermittlern immer mehr einen Strich durch die Rechnung. Die Route, die Nicole bei ihrem Verschwinden wohl lief, wurde von der Bergwacht offiziell gesperrt. Dort lang zu gehen sei lebensgefährlich, sagte ein Sprecher. Selbst die Polizei stellte zum Schutz ihrer eigenen Beamte die Suche entlang dieser Strecke vorläufig ein. Allerdings läuft den Ermittlern die Zeit davon. Denn heute Nacht soll es zu einem Schneesturm großen Ausmaßes kommen. Die Bergwacht warnt auch normale Leute vor Ski- und Wanderausflügen auf eigentlich allen touristischen und auch nicht touristischen Routen. Und damit kommen wir zum Wetter. Nach einer halben Stunde Autobahn führten mich die Landstraßen immer weiter rauf in die Berge. Als es gefühlt nicht mehr weiterging, erreichte ich endlich das Luxushotel. Residenz Alpenluft thronte ein großes Schild über dem Anwesen. 5 Sterne natürlich. Eine riesige Poollandschaft mit Infinity Pool und einem Naturteich erstreckte sich vor einem typischen bayerischen Haupthaus mit 2 langen Flügeln. Der Tiefschnee um das Anwesen herum perfektionierte das Winterwunderland-Ambiente. Ich bin ehrlich, ich hätte es genossen, wenn der Grund für meinen Besuch nicht so ernst gewesen wäre. Wer hier abstieg, ließ 500 Mäuse pro Nacht da. Ich hatte im Vorfeld meine Recherche getan. Ehrlich gesagt hatte ich die gesamte Nacht durchgearbeitet. Aber müde fühlte ich mich dennoch nicht. Adrenalin strömte durch meinen Körper. Ich war perfekt vorbereitet. Nicole und ich waren damals bei der Schülerzeitung gewesen. Ich hatte über Kriminalfälle geschrieben. Deshalb wusste ich, wie man vorgeht. Und ehrlich gesagt hatte ich mir schon als Kind gewünscht, mal Detektiv zu werden. Auf dem Parkplatz des Hotels wartete bereits jemand auf mich. Elena, sie hatte ihre roten Haare zu einem Zopf zusammengebunden und schaute mich besorgt an. Sie war der Anruf heute Morgen gewesen. Ich hatte sie darum gebeten, mitzukommen. Wir drei waren früher unzertrennlich gewesen, bis Nicole sich von uns distanziert hatte. Elena, Nicole und ich. Die rasenden Reporter der Schülerzeitung. Beste Freunde fürs Leben, hatten wir zumindest gedacht. Tja, was ein bisschen Fame aus den Leuten so macht. Hey Mike, schön, dass du da bist. Das mit den Cops tut mir leid. Ich weiß, du würdest so etwas niemals tun und ich bin hergekommen, um das zusammen mit dir zu beweisen. Natürlich lasse ich dich in so einer Lage nicht im Stich. Danke, Elena, wirklich. Ich weiß dein Vertrauen zu schätzen. Ich stieg aus und nahm meine Freundin lange in den Arm. Wir hatten ehrlicherweise auch nicht mehr besonders viel zu tun miteinander. Aber im Gegensatz zu Nicole hatte es nie Streit zwischen uns gegeben. Wie sollen wir nun vorgehen? Hast du irgendwie einen Plan oder so? Fragte Elena. Im Hintergrund hörten wir derweil ein Helikopter über das Gelände fliegen. Er war natürlich von der Polizei. Generell war deren Präsenz nicht zu übersehen. Es standen 3 Einsatzwagen auf dem Hotelparkplatz. Wir sahen zwar keine Beamte herumlaufen, aber diese waren sicher im Wald oder im Hotel unterwegs, auch wenn sie den eigentlichen Weg nicht absuchen durften. Ein großes Absperrband hing davor. Allerdings nicht von der Polizei, sondern von der Bergwacht. Sie hatten den Waldweg, wie in den Nachrichten gesagt, abgesperrt. Ich habe recherchiert. Sie war nicht die einzige Influencerin hier. Es gab eine Einladung, 3 weitere Social-Media-Stars waren in das Hotel eingeladen worden. Dann zählte ich Elena auf, was ich wusste. Da war Jordan, ein Fitnesstrainer. Ein extrem muskulöser Kerl. Früher war er mal ein Straßenschläger gewesen, hatte sogar ein paar Anzeigen wegen Körperverletzung kassiert. Mittlerweile war er aber handsam und werbefreundlich, mit einem Hang zur ostasiatischen Meditation. Als nächstes war da Maggie. Maggie war die beste Influencer-Freundin von Nicole. Sie war bei einer Model-Casting-Show relativ früh rausgeworfen worden, weil sie einen Juroren angeschrien hatte. Dieses Drama hatte ihre Modelkarriere zwar zerstört, aber ihr auf Social Media einen großen Hype erschaffen. 500.000 Leute folgten ihr, sie hatte sich schnell an Nicole geheftet und von ihrer noch größeren Reichweite profitiert. Zuletzt war da noch Elias, ein Typ, bei dem eigentlich keiner genau wusste, warum er Fame geworden war.
Er verprasste den ganzen Tag sein Geld und filmte sich dabei. Hunderttausende wollen sowas sehen. Okay, aber warum wurden Sie hierhin eingeladen? Fragte Elena fasziniert davon, wie gut ich vorbereitet war. Nun ja, es gab ein Event einer Marke, ich glaube es war Outdoor-Bekleidung oder so. Sie wollten in den Bergen ein Shooting machen mit den vier. Und wann? Heute eigentlich, aber das fällt sicherlich aus. Glaubst du etwa, dass einer der drei Kollegen ihr etwas angetan hat? Ich habe keine Ahnung, was ich glauben soll oder nicht, sagte ich und starrte gedankenverloren auf die Hotelfassade. In diesem Moment wurde ich von einer fremden Stimme aufgeschreckt. Hey ihr beiden, mein Name ist Tobi und ich mache YouTube-News. Wollt ihr irgendetwas sagen? Ein Junge, vielleicht 16 Jahre, kam auf uns zu und hielt uns eine Kamera direkt ins Gesicht. Seid ihr beiden Fans, die nach Nicole suchen wollen? Ich mache gerade einen Bericht darüber, was hier abgeht. Habt ihr gehört, dass die anderen drei Influencer schon verdächtigt werden? Auf Social Media ist man sich sicher, dass sie etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten. Wer ist für euch der Hauptverdächtige? Sorry, Mann, aber wir wollen nicht reden. Mach die Kamera lieber weg. Okay, ist ja schon gut, Mann. Ich finde schon jemand anderen, der mit mir reden will. Der Junge drehte sich um und verschwand. Das war ja kurios, sagte Elena noch etwas geschockt. Ja, sowas kommt wohl vor, wenn jemand so Berühmtes verschwindet, antwortete ich. Okay, aber kommen wir wieder zu unserem Problem. Wie finden wir Nicole? Wir müssen näher an die alle ran. Und wie willst du das bitte machen, Sherlock? Tja, ich habe für uns beide ein Zimmer gebucht. Aber das kostet 500 Euro die Nacht. Ja, mein Erspartes wollte ich eigentlich mal für eine Wohnung nutzen. Aber bei den Zinsen heutzutage ist dieser Traum wohl eh schon kaputt. Naja, wie dem auch sei. Auf zur Rezeption, Elena. Standardzimmer namens Bergtraum glich schon fast einer Suite. Die Einrichtung aus Holz hatte den typischen urigen bayerischen Charme, dennoch wirkte das Zimmer modern und klassisch zugleich. Der Ausblick auf die Berge war noch das i-Tüpfelchen. Ich wünschte, mein Ex hätte mich mal in solch ein Zimmer eingeladen, raunte Elena ganz begeistert. Nur sind wir leider nicht zum Urlaub hier. Wir haben nur wenig Zeit. Aber keine Angst, ich habe einen Plan. Oh, dein Superbrain arbeitet schon wieder. Dein Sarkasmus kannst du dir sparen, Ellie. Das Thema ist viel zu ernst. Mir geht es nicht darum, dass die vielleicht mir etwas in die Schuhe schieben wollen. Sondern mir geht es allein darum, Nicole lebend zu finden. Das hast du schön gesagt, aber wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich habe in meinem Auto etwas den Polizeifunk abhören können. Du hast was? Ja, das haben wir doch früher auch für die Schülerzeitung getan, weil wir dachten, dass wir so auf voll die krassen Sachen stoßen. Und ich meine, wenn sie es nicht verschlüsseln, dann selbst schuld. Nun ja, wie dem auch sei, sie meinten, die anderen Influencer-Kollegen müssen noch ein paar Tage hierbleiben. Sie alle zum Kreise der Verdächtigen zählen. Aber bisher ist doch Nicole nur verschwunden. Was ist, wenn sie sich einfach nur verirrt hat? Vielleicht wissen die Cops etwas, was wir noch nicht wissen. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie von Fremdverschulden ausgehen. Und selbst wenn sie sich nur verirrt hat, dann ist sie bald tot. Denn heute Nacht soll es einen schrecklichen Schneesturm geben. Es wird kalt, eiskalt. Das überlebt sie dann nicht mehr lange. Wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Thank you.
Elena und ich legten unsere Sachen im Zimmer ab und zogen uns dicke Jacken an. Dann machten wir uns auf den Weg zum Wald. Auf zu dem Weg, den Nicole vor ihrem Verschwinden gelaufen war. Auch wenn der wirkliche Sturm erst heute Nacht kommen sollte, fielen schon jetzt weitere Schneeflocken auf die Alpenlandschaft. Und du willst wirklich den abgesperrten Weg lang? Nicht mal die Polizei traut sich da drauf. Ich weiß, aber komm schon, wir sind hier in der Gegend aufgewachsen, wir kennen die Berge. Wir sind vorsichtig. Und wenn wir nicht nach Nicole suchen, dann tut es niemand. Na gut, aber wenn es so gefährlich wird, dann dreh ich um und du gehst alleine weiter, Mike. Ja, Chefin, raunte ich zurück. Dann marschierten wir mit unseren Schneeschuhen und Rucksäcken voll mit Proviant in den tiefen weißen Wald hinein. Wir kletterten unter dem Klebeband hindurch und befanden uns nun auf Nicoles Route. Das hier war ihre letzte Instagram-Story, bevor sie verschwunden ist. Ich hielt Elena mein Handy entgegen und drückte auf Play. Hey Freunde, wie geht's euch? Ich bin hier auf einem Event in diesem wunderschönen Winter-Wonderland. Jetzt bin ich mit meinem kleinen Hund noch eine Runde wandern durch den Wald und heute Abend wird im Whirlpool relaxed. Ich halte euch auf dem Laufenden, Freunde. Dann war das Video vorbei. Und was soll uns das jetzt helfen? Fragte Elena skeptisch. Nun ja, im Hintergrund ist eine Weggabelung zu sehen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das diese hier. Ich zeigte Elena eine Karte des Wanderwegs mit der markierten Stelle. Sie liegt 3 Kilometer weiter nördlich. Das heißt, dort muss sie schon gewesen sein. Zudem gibt es im Internet einige Theorien. Im Hintergrund des Videos zwischen den Bäumen wollen einige Leute einen Mann erkannt haben oder irgendeine mysteriöse Gestalt. Dann zeig nochmal! Elena riss mir förmlich das Handy aus der Hand. Ich erkenne da aber rein gar nichts im Hintergrund. Das sind doch nur Schatten. Die Leute sind verrückte Verschwörungstheoretiker. Vielleicht hast du recht. Ich denke, bis zu dieser Weggabelung brauchen wir eine halbe Stunde bei diesem Schnee. Okay, aber sag mal, wie lange ist es her, dass dieser Weg gesperrt wurde? Fragte Elena und ihr Blick wirkte auf einmal maximal verwirrt. Irgendwann gestern, denke ich. Warum? Nun ja, es schneit die ganze Nacht und auch heute Morgen. Und dennoch sind vor uns 2 Fußspuren. Du Genie, ich habe das Offensichtliche komplett übersehen. Aber von wem sind die? Nun ja, Mike, vielleicht waren das 2 mutige Ermittler. Oder 2 der Influencer. Oder jemand vom Motel. Oder andere Gäste. Schaulustige. Vielleicht hat dieser Reporter irgendeinen Kumpel mitgebracht und sie sind einfach hier langgelaufen. Ich meine, neugierig war der ja. Es könnte jeder sein. Gut gesagt, Elena, wirklich. Aber weißt du, was das Gute ist? Dieser Weg hier ist kein Rundweg. Wer auch immer hier draußen mit uns in dieser Einöde ist, er wird uns über kurz oder lang entgegenkommen müssen. Wir marschierten weiter eisern den Weg entlang, zwischen den schneebedeckten Nadelbäumen hindurch. Bald verstanden wir, warum der Weg gesperrt war. Der Schnee vor allem an der Seite des Weges war so tief, dass man daran regelmäßig versank. Zudem wusste ich, als jemand, der hier aufgewachsen war, dass die Lawinengefahr groß war. Ich merkte Elena an, dass sie unruhig wurde, aber noch drehte sie nicht um. Sie wollte kein Feigling sein. Sie wollte weder mich noch ihre alte Freundin Nicole enttäuschen. Schon damals hatte sie immer Nicole beeindrucken wollen, genau wie ich, genau wie jeder in unserer Schule. Wer sollte so einen Engel, der die Leute sofort in seinen Bann zog, entführt haben? Wer könnte ihr etwas antun? Oder war das doch alles nur ein Unfall? Endlich erreichten wir die Weggabelung. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts? Woher sollen wir wissen, wo Nicole hingegangen ist? Fragte Elena sichtlich erschöpft. Also unsere beiden anderen Freunde hier draußen sind auf jeden Fall nach links gegangen, analysierte ich die Fußspuren. Wenn die überhaupt irgendwas damit zu tun haben, murmelte Elena. Was ist, wenn das einfach nur irgendwelche Wanderer sind, die nicht mal wissen, was hier vor sich ging?
Wanderer auf einem gesperrten Weg? Vielleicht, mag es geben, aber mein Bauchgefühl sagt mir etwas anderes. Aber egal, was dein Bauchgefühl sagt, wir sollten uns schnellstens verstecken. Und zwar dort, hinter den Nadelbäumen, schnell! Was war denn gerade in Elena gefahren? Überrumpelt leistete ich ihren Anweisungen Folge und rannte mit ihr hinter die Baumgrenze. Und da hörte ich es auch. Den Motor eines Schneemobils. Es kam aus der Richtung des Hotels, quasi den Weg, den wir gerade entlang gegangen waren. »Das ist bestimmt die Polizei«, flüsterte Elena. »Die sollten uns nicht hier draußen erwischen, sonst kriegen wir gehörig Ärger.« »Aber die dürfen doch selbst gar nicht hierhin«, antwortete ich leise zurück. »Das sagen sie offiziell vielleicht, aber sie haben Druck, diesen Fall zu lösen. Ganz Deutschland schaut darauf. Vielleicht brechen sie deswegen ihre eigenen Regeln.« Wenige Sekunden später erreichte das Schneemobil die Kreuzung. Dann blieb es stehen. Aus unserem Versteck erkannten wir, dass wir es weder mit der Polizei noch mit der Bergwacht zu tun hatten. Ein einzelner Mann saß darauf. Trotz seiner dicken Winterjacke konnte man erahnen, dass er groß und stämmig gebaut war. »Das ist dieser Fitnesstrainer«, stammelte Elena. »Ich habe mir früher seine Workouts für Frauen angeguckt auf YouTube. Ich erkenne ihn allein an seinen Bewegungen.« Er schaute sich auf der Kreuzung um, als suche er nach irgendetwas. »Kommt heraus! Ich weiß, jemand ist hier!« schrie er direkt in unsere Richtung. »Woher weiß er das?« krächzte Elena. »Nun ja, wir haben auch Fußspuren, hast du das vergessen?« »Scheiße«, antwortete sie. »Ich komme sonst direkt zu euch und dann gibt es noch mehr Vermisste in diesen Wäldern.« »Der ist komplett verrückt, lass uns tiefer in den Wald laufen, schnell!« Ich zog Elena am Ärmel und rannte mit ihr tiefer in den Wald hinein. »Ja, rennt rückwärts, er rennt ganz weit weg!« Er schrie uns noch hinterher, aber kurz darauf hörten wir den Motor starten. Er fuhr wohl weiter. Anscheinend hatte er kein Interesse daran, uns zu verfolgen. Wir setzten uns erstmal auf einen Baumstamm und atmeten ein paar Minuten durch. »Hat er sie getötet?« brach Elena dann endlich die Stille. »Keine Ahnung, aber was hätte er dann noch hier zu suchen?« antwortete ich immer noch halb nach Luft japsend. »Vielleicht will er Beweise verschwinden lassen.« »Nein, nein, in einem Film wäre es zu einfach. Er kann nicht der Mörder sein, der große, starke Kerl mit gewalttätiger Vergangenheit, das ist viel zu einfach.« »Aber das Leben ist kein Film«, unterbrach mich Elena. »Vielleicht ist die einfachste Lösung auch die richtige.« Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das herauszufinden. »Wie meinst du das?« sagte Elena erschrocken. »Du willst immer noch weiter diesen Weg langlaufen, in die Richtung von diesem durchgeknallten Psycho?« Ehrlich gesagt ist die kurze Antwort darauf ja. »Du spinnst ja wohl. Aber gut, wir wollten damals immer Journalisten werden, die alles herausfinden. Also sollten wir uns nicht von einem Mistkerl auf einem Schneemobil ins Boxhorn jagen lassen.« Das ist die Elena, die ich einst in der Schule bewunderte. »Ach, rede nicht so ein Schwachsinn, Mike. Du hattest doch immer nur Augen für Nicole«, flachste meine Begleiterin und wir beide mussten lachen. Dann standen wir auf und kämpften uns durch den Tiefschnee zurück auf den Weg. Das Schneemobil hatte ebenfalls den linken Pfad gewählt. Genau wie die Fußspuren. »Hast du eine Ahnung, wo der hinführt?« »Ja, Elena, ich bin wie gesagt gut vorbereitet. Er führt zu einer kleinen Berghütte. Man kann die im Sommer mieten für eine Nacht, wenn man länger wandert.
aber es dauert noch mindestens 2 Stunden bis dorthin. Das sind ja gute Aussichten und der Schneefall wird auch noch stärker, seufzte Ellie. Wir kämpften uns weiter nach vorne. Immer wieder suchten wir mit unseren Blicken auch das Unterholz zur linken und rechten Seite des Weges ab. In der Hoffnung, auf irgendeine Spur von Nicole zu stoßen. Aber es war wie die Suche nach der buchstäblichen Nadel im Heuhaufen. Ich meine, was erwarteten wir auch? Dass auf einmal ihre Jacke mitten in den Bäumen hing oder ihr Handy auf einem Baumstamm lag? Zudem war dieser Weg gestern vor der Sperrung sicherlich auch von der Polizei abgesucht worden. Würden wir wirklich etwas sehen, was die übersehen hätten? Es dauerte sogar fast 3 Stunden, bis wir müde und erschöpft die Berghütte erreichten. Sie war rein aus Holz gebaut und wirkte etwas karg. Aber es erwartete uns noch eine Überraschung. Davor stand das Schneemobil und auch die anderen beiden Fußspuren führten dort hinein. Volltreffer, flüsterte ich meiner Detektivpartnerin ins Ohr. Wir sollten uns leise an die Hütte anschleichen. Die Wände scheinen ziemlich dünn zu sein. Vielleicht können wir hören, was da drin los ist. Schau mal, da vorne können wir auf diese Fässer klettern. Da sind wir nah am Fenster. Klingt gut, war Ellies knappe Antwort. Auf 10 Spitzen schlichen wir uns an die Hütte heran. Wir kletterten auf die Fässer und legten unsere Ohren an die Wand. Drin wurde laut miteinander geredet. So laut, dass wir uns nicht mal besonders anstrengen mussten, um etwas davon mitzuhören. Das Schneemobil zu nehmen war viel zu auffällig, Jordan. Die Stimme war weiblich und ich kannte sie aus diversen Instagram-Stories. Das ist Maggie, flüsterte ich Elena ins Ohr. Die Cops haben mich viel zu lange verhört. Ich kam nicht aus dem Hotel raus. Erst in einer ungestörten Sekunde habe ich das Schneemobil des Personals gestohlen und bin dann hierhin, wie vereinbart. Wie dem auch sei, ich glaube, dass die Polizei das ganze Hotel mit Wanzen ausgestattet hat. Deswegen gut, dass wir hier sind. Die verdächtigen uns. Die dritte Stimme gehörte wieder einem Mann. Ist das dieser Elias? Keine Ahnung, Ellie, den kenne ich nicht so gut. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Noch eine Sache, irgendjemand ist mit uns hier draußen. Ich habe Fußspuren den Weg verlassen sehen. Und das waren nicht eure. Jordans laute Stimme tönte selbst draußen noch etwas nach. Denkst du, das waren die Cops? Fragte Maggie besorgt. Glaube kaum, dass die sich vor mir im Wald verstecken. Vielleicht einfach nur ein paar harmlose Fans von Nicole, die sie suchen wollen. Wer weiß das schon, ich habe auf Psycho getan, um die zu verjagen. Und ich glaube, das hat auch gut geklappt. Mike, ich muss niesen. Ich kann's nicht mehr unterdrücken, flüsterte Elena auf einmal aufgeregt. Nein, das kannst du jetzt nicht, du musst es irgendwie noch unterdrücken. Doch mein Appell kam zu spät. Elenas Nieser war so laut und erschreckte mich, dass ich rückwärts von dem Fass in den Schnee fiel. Ich dachte, du hast diese Schnüffler verscheucht, rief der andere Mann von innen Jordan zu. Scheint, als hätten wir Besuch bekommen. Elena half mir aus dem Schnee hoch und wir wollten gerade in den an die Hütte angrenzenden Wald rennen. Doch dieses Mal sollte unsere Flucht nicht gelingen. Eine Sekunde später wurde die Tür der Hütte aufgeschmissen und Jordan, Maggie und der dritte Mann, der offensichtlich nicht Elias war, kamen auf uns zu. »Was macht ihr hier draußen, ihr Grünschnäbel? Das sind ja fast noch Kinder!« kröte Jordan. »Kommt erstmal mit rein, der Schneefall wird immer heftiger, nicht dass wir uns alle noch hier draußen verkühlen.« Wie Gefangene zerrten uns die beiden Männer in die rustikale Hütte. Sie war nur äußerst spärlich eingerichtet, ein brennender Holzkamin war der einzige Luxus. »Also raus mit der Sprache. Ihr seid wahrscheinlich Fans, oder? Ihr wollt Nicole finden, richtig?« Elena starrte mich an. Sie hatte keine Ahnung, was sie antworten sollte, also übernahm ich das Reden. »Nun ja, ganz so einfach ist es nicht.
Wir sind Freunde von Nicole. Gute Freunde aus der Schule. Mein Name ist Mike und das hier ist Elena. Warum hat sie mir denn nie von euch erzählt? Ich bin ihre beste Freundin, fragte Maggie argwöhnisch. Nun ja, seit der Influencer-Zeit haben wir ein bisschen weniger Kontakt mit ihr, aber sie liegt uns immer noch sehr am Herzen. Das war nicht mal gelogen. Sollen wir denen das glauben? Fragte der Dritte in der Runde. Ich glaube denen gar nichts, sie wittern bestimmt irgendein Skandal, übernahm Jordan wieder das Wort. Jetzt bin ich mal dran mit dem Fragen, sagte ich mutig, obwohl mir eine Gänsehaut über den Rücken lief. Was macht ihr drei hier draußen? Eure Influencer-Kollegin ist verschwunden. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ihr hier draußen nach ihr suchen wolltet, sondern eher ungestört reden. Ihr wollt etwas vor der Polizei verbergen. Habt ihr sie entführt? Habt ihr ihr gar etwas angetan? Und wer ist dieser Mann da überhaupt? Ich bin Nicoles Manager. Ich bin Jackson. Okay, Jackson, du wirkst ja ganz vernünftig. Also sag uns schon, was wird hier gespielt? Dir sagen wir gar nichts, du kleiner Wicht, mischte sich der Fitnesstrainer wieder ein. Ich gebe dir gleich ein paar Ohrfeigen für dein vorlautes Auftreten. Online bist du netter, Jordan. Wollen wir nicht erstmal meditieren und unsere innere Ruhe finden? Oh, Spaß beiseite. Ich habe da eine Theorie. Gestern Nacht konnte ich nicht schlafen und da habe ich mir alles angeguckt über das Verschwinden von Nicole. Ihr alle drei habt gestern bis spät in die Nacht live gestreamt über die Lage. Ihr hattet Rekordzahlen auf TikTok und so. Ihr habt Spenden ohne Ende bekommen. Gefühlt jeder in Deutschland wollte eure Meinung wissen. Davor lief es bei euch nicht so gut, Maggie und Jordan. Ihr habt sogar De-Abos gemacht. Irgendwie kam dieses Verschwinden euch also gerade recht. Ihr hattet auf einmal wieder den Hype eures Lebens. Ihr habt sie also verschwinden lassen, damit ihr Aufmerksamkeit bekommt, damit ihr Klicks, Likes und Spenden kriegt online. Ja, das war der Plan. Also sagt schon, was habt ihr gemacht? Konntet ihr nicht ab, dass Nicole erfolgreicher war als ihr? Du hältst jetzt erstmal deine verdammte Schnauze, Kleiner! Jordan kam mir bedrohlich näher. Maggie allerdings hielt ihn zurück. Es ist nicht so, wie du es sagst, antwortete sie. Es war sogar ihre Idee. Nicole wollte selbst das Verschwinden vortäuschen. Das stimmt leider, sagte jetzt auch Jackson, ihr Manager. Auch ihre Zahlen waren schon länger nicht mehr das Wahre. Und ein paar riesengroße Werbedeals, wo es um Hunderttausende von Euros ging, hängen von ihr ab. Wenn ihre durchschnittlichen Likes pro Bild weiter abfallen, dann sind die weg. Dann verliert sie die alle. Dieses Business ist ein Haifischbecken. Also hatte ich die Idee, wir täuschen das Verschwinden vor. Jordan, unser Fitnesstrainer hier und Maggie sind auch in meinem Management. Ich habe sie eingeweiht. Also hatte ich die Idee, wir täuschen das Verschwinden vor und alle profitieren. Allerdings nur für einen Tag. Es gibt in dieser Hütte hier einen geheimen Keller. Dort sollte sich Nicole eigentlich verstecken, bis wir heute zu ihr kommen und sie finden. Das alles sollte live gestreamt werden. Die heldenhaften Freunde finden ihre Influencer-Kollegin noch vor der Polizei. Das wären Millionen von Klicks gewesen. Es gab nur ein Problem. Als wir heute ankamen, da war Nicole einfach nicht hier. Und es gibt auch keine Spur, dass sie überhaupt jemals hier war. Nicole, unsere Freundin, unsere Kollegin. Sie ist wirklich verschwunden. Ich zuckte zusammen. Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich hatte ins Blaue hineingeraten und anscheinend in ein Wespennest gestochen. Ihr wolltet das wirklich alles faken und jetzt ist es real geworden? Elena hatte ihren Schock überwunden. Was ist denn mit diesem Elias? Hat der auch was damit zu tun? Warum ist er nicht hier? Nein, ich wusste nicht, ob wir ihm trauen können. Er ist nicht in meinem Management, holte Jackson aus. Zudem ist er verdammt unzuverlässig und hat ständig Schulden, die er nur durch riskante Deals wieder bezahlen kann, weil er sein ganzes Geld gefühlt direkt immer ausgibt. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt keinen moralischen Vortrag halten, wie falsch diese Aktion war, mischte ich mich wieder ein.
Das ist wohl überflüssig, also lasst uns lieber darauf konzentrieren, dass wir jetzt herausfinden müssen, was mit Nicole wirklich passiert ist. Wenn ich eure Geschichte richtig verstanden habe, dann sollte sie eigentlich im Keller dieser Hütte sein und war dort aber nicht. Was ist mit ihrem Handy? Ihr Handy ist ausgeschaltet, so hatten wir es auch vereinbart, damit die Polizei sie nicht orten kann. Gab es sonst irgendein Lebenszeichen von ihr? Nein, zudem war noch etwas anderes merkwürdig, sagte Maggie jetzt. Ihr Hund, der sollte eigentlich mit in die Hütte und auch hier warten. Den hätte sie niemals alleine gelassen. Die Polizei hat ihn aber gefunden an einem Waldweg. Er war ganz verwirrt. Ich habe mir da direkt dabei gedacht, dass etwas nicht stimmen kann. Also sind wir gestern schon früher in die Hütte, als die Polizei den anderen Weg absuchte. Wir hatten extra ein paar Spuren gelegt, die die Polizei auf eine falsche Fährte locken sollten, damit wir die Helden sind. Aber als wir gestern Nachmittag hier ankamen, war die Hütte leer. Auch keine Fußspuren. Sie wird es nicht hierher geschafft haben. Etwas muss davor passiert sein. Jemand muss sie davor wirklich entführt haben. Einer von euch drei vielleicht? Preschte ich vor. Ausgeschlossen, du Mistkerl! Antwortete mir wieder der Fitnesstrainer Jordan. Aber jetzt hängt ihr mit uns hier drin. Und ich werde euch nicht wieder gehen lassen, bis wir Nicole gefunden haben. Dieser Spuk muss aufgeklärt werden, sonst lande ich und die anderen beiden hier im Knast. Keine Angst, Jordan. Wir wollten eh hier bleiben, sagte ich ruhig. Wir werden euch helfen. Aber nur Nicole zuliebe. Ich werde mich jetzt ein bisschen mit Elena besprechen und dann sehen wir weiter. Ich drehte mit meiner Begleiterin eine kleine Runde draußen im Schneetreiben vor der Hütte. Wir wollten ungestört die nächsten Schritte bereden. »Wir sollten die Polizei rufen«, sagte Elena energisch. »Wir haben keinen Empfang hier oben, vergiss es.« »Aber in deinem Rucksack sind doch Leuchtraketen.« »Ja, das stimmt, aber die sollten wir uns aufsparen.« »Okay, Mac, du willst das also alleine durchziehen, ohne Cops.« Denkst du denn, einer der drei ist der Täter? Weil dann ist es verdammt gefährlich für uns hier. Schwierig zu sagen, Elena. Ich glaube, sie sagen zumindest die Wahrheit, dass das alles ein Fake war. Ich meine, ich bin selbst schon darauf gekommen. Da sie gestern in ihren nächtlichen Streams nicht besonders besorgt wirkten, nicht so wie Leute, von denen eine Freundin wirklich entführt wurde. Kann natürlich trotzdem sein, dass einer die anderen beiden hintergangen hat und Nicole entführte. Oder diesen Elias, den sollten wir dennoch mit einem Fragezeichen versehen. Auch wenn er nicht an diesem Schwindel beteiligt war. Wir sollten langsam wieder in die Hütte rein. Der Schneefall ist viel zu dicht mittlerweile. Okay, nach dir, Ellie. Wir betraten wieder die Hütte und setzten uns mit den anderen vor den Kamin. Mittlerweile wurde es draußen bereits dunkel. Wir werden leider hier oben übernachten müssen, sagte Jackson, der Manager. Das kommt nicht in die Tüte. Wir hatten abgemacht, dass wir nachschauen, ob Nicole doch noch hier ist. Und dann gehen wir wieder ins Hotel, wütete Maggie. Ja, das war abgemacht, Maggie, aber schau doch nach draußen. 3 Stunden bei dem Schneefall und ohne Licht. Die Hütte hier ist gut ausgestattet mit Betten für die Wanderer. Es ist sicherer, hier oben zu bleiben. Sicherer? Dass ich nicht lache. Es läuft mindestens ein Entführer oder vielleicht sogar ein Mörder hier draußen herum, erwiderte Maggie. Lieber sterbe ich im Schnee, als hier in der Hütte in der Falle zu sitzen. Ich werde dich beschützen, Maggie, spielte Jordan den Helden. Wer auch immer Nicole entführt hat, der muss erstmal an mir vorbei. Ich halte heute Nacht Nachtwache, zusammen mit dem Kleinen da. Er zeigte auf mich. Dir traue ich sowieso nicht, Mike, oder wie du dich nennst. Okay, können wir machen. Ich habe nichts dagegen. Ich meine, ich habe seit 24 Stunden nicht geschlafen. Da können gern noch ein paar weitere dazukommen, antwortete ich lachend. Ich teilte mein Proviant im Rucksack mit den anderen, sodass wir ein äußerst provisorisches Abendessen zusammen einnahmen. Die Polizei wird mittlerweile gecheckt haben, dass wir alle nicht mehr im Hotel sind. Vielleicht suchen sie auch schon nach uns, überlegte Jackson. Ja, aber der Weg ist immer noch gesperrt. Und bei diesem Wetter werden die erst recht nicht ihr Leben riskieren, nur um uns zu suchen, meinte ich, während ich auf ein paar Schokokeksen herumbiss.
Ich brauchte dringend etwas Energie. Sag mal, ist euch irgendetwas an Nicole vorher komisch vorgekommen? Gab es irgendeinen Zwischenfall im Hotel vielleicht? Hat irgendjemand, ein anderer Gast, mit ihr merkwürdig interagiert? Während ich fragte, pfiff der Wind draußen um die Holzwände. Ich hoffte, die Hütte würde dem Sturm heute Nacht standhalten. Eigentlich nicht, meinte Jordan. Naja, eine Sache war da, die habe ich euch anderen auch noch nicht erzählt. Maggie räusperte sich. Sie bekam ja öfter solche Stalker-Nachrichten. Aber diesmal hatte sie nicht nur irgendwelche Nachrichten per Insta-DM oder so bekommen, sondern auch eine physisch auf einem Zettel. Am Morgen des Verschwindens schob jemand ein Stück Papier unter ihre Tür. Sie merkte es nicht, weil sie gerade im Bad war. Sie hat mir den Zettel sogar gezeigt. Darauf stand: Bald ist all dein Fame nichts mehr wert. Hast du das der Polizei mitgeteilt? Fragte ich Maggie überrascht. Nein, ich dachte, es hat mit dem Fall nichts zu tun, weil ich ja dachte, es gibt gar keine Entführung. Jemand im Hotel hatte also etwas gegen sie, präzisierte ich. Wie war das Verhältnis eigentlich von Nicole zu Elias? Ich glaube, er stand auf sie, aber sie mochte ihn nicht besonders, grinste Jordan. Wobei, gibt es jemand, der nicht auf sie stand? Die beiden haben gefühlt nicht miteinander geredet, aber ja, ich hatte auch den Eindruck, dass er sie ein paar Mal etwas zu lange angeguckt hat, ergänzte Maggie. Und wo ist Elias jetzt? Bestimmt noch im Hotel. Hat er was von eurer Aktion hier mitbekommen? Nein, antwortete diesmal Jackson entschieden. Du verrennst dich da auch gerade. Dieser Elias hat den IQ unserer Zimmertemperatur. Der Typ könnte niemals jemanden entführen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und ich habe jetzt auch genug von diesen ganzen Theorien und diesem Detektivkram. Morgen, wenn es hell ist, suchen wir die Gegend weiter nach einer Spur von Nicole ab. Aber bis dahin gehe ich jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. Jordan und ich blieben am Kamin sitzen, während die anderen ins Nachbarzimmer gingen. Sie versuchten, in den nicht sonderlich bequemen Hochbetten etwas Schlaf zu finden. Jordan strich ich aus irgendeinem Grund von meiner Täterliste. Ich hatte eine recht gute Menschenkenntnis, das glaubte ich zumindest. Er kam mir zwar recht laut vor, wie ein Rüpel, aber nicht wie ein Entführer oder gar Mörder. Standest du auch mal auf Nicole, Mike? Ja, früher, in der Schule, antwortete ich ihm ehrlicherweise. Wieso bist du hier oben? Weil du sie immer noch liebst? Bist du jetzt vom Fitnesstrainer zum Liebescoach geworden? Gab ich lachend zurück. Wir müssen die ganze Nacht hier verbringen, also dachte ich, ich tu mal wenigstens etwas interessiert, sagte Jordan grinsend. Im Ernst, wir hatten einen schlechten Anfang und ich kann ein ganz schöner Arsch sein, aber im Grunde genommen bin ich ein lieber Kerl mit vielleicht einem ganz, ganz kleinen Aggressionsproblem. Weißt du was, Jordan? Das glaube ich dir sogar. Aber sag jetzt mal im Ernst unter uns beiden, was glaubst du, wer hat Nicole entführt? Also, ehrlich gesagt, diesem Jackson traue ich nicht ganz. Er gehört zwar auch zu meinem Management, aber er verhält sich so, wie soll ich sagen, so seltsam unauthentisch, seitdem wir hier sind. Vielleicht hat er auch eine geheime Beziehung mit Nicole, ich weiß es nicht. Sie scheint ihm wichtig zu sein, aber ich weiß nicht, ob das so ein Manager-Klienten-Ding ist oder was anderes. Maggie glaube ich ehrlich gesagt nicht, sie war eine gute Freundin. Soweit ich weiß, gab es da auch keinen Streit. Und was ist mit diesem Elias? Schließt du ihn auch aus? Da wiederum gebe ich Jackson recht. Der Typ ist strunzdumm und wenn das einer wie ich sagt, will das was heißen. Er nimmt entweder sein Placement-Geld oder das seines Papis und feiert den ganzen Tag in viel zu teuren Clubs. Jeden Tag hat er eine andere Frau, so ein richtiges Rich Kid, aber ich glaube nicht, dass er ein Mörder ist. Nach einem etwas längeren Gespräch dösten Jordan und ich mit der Zeit so halb ein. Wir wurden jedoch um 1.30 Uhr in der Nacht unsanft wieder geweckt. Der Sturm draußen tobte heftig und wild und irgendetwas schlug immer wieder heftig gegen unsere Tür. Es klang wie ein besonders starkes Klopfen. Was ist das? Stöhnte Jordan müde. Ich glaube, jemand schlägt an die Tür, sagte ich ebenfalls noch voller Schlaf. Den schnapp ich mir! Jordan fuhr von 0 auf 100 aus seiner Schlafposition und riss die Tür auf. Draußen allerdings war niemand mehr zu sehen. Nur ein Ast lag vor der Tür, an dem ein Zettel dran hing. Wir schauten uns beide draußen um, aber niemand war mehr zu sehen.
An eine Verfolgung bei diesem Wetter war nicht zu denken. Scheiße, Mann, das war der Typ, 100%! Schrie Jordan in die Nacht. Los, zeig dich, du Feigling! Es kam aber keine Antwort außer einem Echo. Na gut, lass uns rein. Was steht auf diesem Zettel, Mike? Warte, hier. Eine Sekunde, ich lese ja schon. Nicole ist endlich an eurem Treffpunkt. Was meint er damit? Stutzte Jordan. Den Keller, schlussfolgerte ich. Er meint den Keller. Da sollte sie sich eigentlich verstecken und ihr solltet sie dort finden. Also los, lass uns runtergehen. Wir beide sprinteten um die Hütte herum, denn der Keller war nur von außen über eine Treppe hinter der Hütte zu begehen. Als wir die hölzerne Treppe hinabstiegen und die Kellertür ruckartig aufstießen, da trauten der Fitnesstrainer und ich unseren Augen kaum. Auf dem Boden des Kellers, den wir mit unseren Handylichtern ausleuchteten, lag eine Leiche. Eine gefrorene Leiche. Doch trotz des Frostes konnte man erkennen, um wen es sich handelte. Es war die Leiche von Nicole. Sie war tot. Meine alte Schulfreundin. Sie war verdammt nochmal tot. Das ist nicht echt, das ist nicht wirklich passiert, oder? Jordan fehlten die Worte angesichts dieser schrecklichen Situation. Dieser Psycho ist hier draußen, er ist hier. Wir können nur noch uns beiden vertrauen, sagte ich zu Jordan. Ich meinte es auch so. Wir beide waren immer beieinander gewesen. Nur den anderen konnten wir jeweils ausschließen. Lass uns in die Hütte und die anderen wecken, und zwar so schnell es irgendwie geht. Jordan war überfordert, aber kam mit mir wieder nach oben. Wir stürmten in den Schlafsaal und weckten die anderen auf. Hierbei machten wir jedoch eine merkwürdige Entdeckung. Während Maggie und Jackson schliefen, war Elenas Bett leer. »Wo ist Elena?« schrie ich in die Runde. Oh, »Keine Ahnung, Mann.« Jackson rieb sich müde die Augen. Als die beiden halbwegs wach waren, schilderten wir, was wir im Keller gefunden hatten. Ungläubig starrten Jackson und Maggie mich an. »Im Bad ist sie auch nicht!« rief Jordan, der das Haus derweil nach Elena absuchte. Das kann doch nicht sein, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, stammelte ich. Was kann ich sein? Fragte mich Jackson, der durch die Story ganz schön wach geworden war. Ich hoffe einfach nur, dass sie es nicht ist. Deine Freundin soll der Mörder sein? Jackson blaffte mich an. Die Kleine? Sie wollte immer Nicole gefallen. Vielleicht war das ein Motiv. Ich konnte selbst nicht glauben, was ich da sagte. Elena war ein durch und durch guter Mensch. Das hatte ich bis eben zumindest geglaubt, aber wo war sie? Ich glaube das nicht. Nein, das kann nicht sein, murmelte ich vor mich hin. Sie muss rausgegangen sein. Vielleicht hat sie gehört, wie jemand an die Tür klopfte. Vielleicht hat der Mörder sie auch in seiner Gewalt. Ich werde raus und sie suchen gehen. Nein, mach das nicht, das ist viel zu gefährlich, du stirbst da draußen. Maggie sorgte sich um mich. Die sonst so oberflächliche Influencerin wirkte für einen Moment real. Oder war das nur eine Täuschung? Maggie, du und Jackson, ihr wart das. Ihr wart hier zusammen mit Elena und ihr habt sie getötet, weil sie euch in die Quere kam, stimmt das? Ich flippte einfach komplett aus. Das ist Schwachsinn, Mike, du wirst paranoid. Jackson sah mich abfällig an. Der Manager fühlte sich schon immer intelligenter als alle anderen hier im Raum. Wenn ich eben draußen gewesen wäre, um das Gespenst zu spielen, das an die Tür klopft, um euch beiden da rauszulocken, warum bin ich da nicht so klatschnass vom Schnee wie ihr? Ich meine, guckt euch mal an und dann guckt mich an. Das Argument ist leider echt gut, Kumpel, pflichtete ihm der Fitnesstrainer Jordan bei, der mittlerweile aber auf meiner Seite zu sein schien. Er sieht echt nicht so aus, als wäre er gerade draußen gewesen.
Ich sag das wirklich ungern, weil ich dich mittlerweile irgendwie mag, Mike, aber ich glaube, deine Freundin steckt dahinter. Vielleicht habt ihr recht, ja. Aber dann werden wir sie jagen. Ich gehe da jetzt wirklich raus. Wer von euch kommt mit mir? Ich auf jeden Fall. Ich kann das Schneemobil nehmen. Jordan zog sich bereits wieder seine Jacke an. Ich auch. Wir sollten das beenden und dieses Mädchen fangen. Dann können wir alle diesen Albtraumort verlassen und ich kann endlich wieder einfach nur Manager sein. Ich bleibe nicht hier alleine zurück. Das wäre viel zu gefährlich. Also komme ich unter Protest auch mit. Auch Maggie zog sich an. Der Wind hatte etwas nachgelassen und erleichterte die Bedingungen draußen. Dennoch war es eigentlich eine lebensfeindliche Umgebung in dieser bitterkalten Nacht hier oben. Ich hatte zwei Taschenlampen mitgenommen und gab eine davon Jackson. Jordan fuhr mit dem Schneemobil vor uns her. Wir erkannten Fußspuren, die in den nahegelegenen Wald führten. Nur ein paar Fußspuren. Die gehörten also dem Mörder und damit sehr wahrscheinlich auch Elena. Elena! Komm raus, wir können über alles reden! Wir finden für alles eine Lösung! Mein Ruf verhallte in der Nacht. Ich hatte darüber nachgedacht und überlegt. Die Cops hatten mir gesagt, dass jemand von meiner IP-Adresse Drohnachrichten per Instagram geschrieben hatte. Ich hatte das für einen Bluff gehalten, dass sie mich damit aus der Reserve locken wollten, dass das gar nicht wahr war, aber was, wenn es doch stimmte? Elena kannte mein WLAN-Passwort noch von früher. War sie in der Nähe meines Hauses gewesen, hat er sich eingeloggt und dann die Nachrichten versendet? Wollte sie mir das alles in die Schuhe schieben? Die Fußspuren endeten vor einer Art Höhle. Hier suchte der flüchtige Mörder wohl gerade Unterschlupf. Sollen wir da wirklich reingehen? Stotterte Jordan, der immer auf so mutig getan hatte, aber jetzt, wo es darauf ankam, auf einmal zurückzog. Also ich werde da nicht reingehen. Warten wir doch einfach ab, bis sie rauskommt. Irgendwann muss sie ja rauskommen, meinte Maggie. Ich gehe rein, sagte ich ruhig, aber entschlossen. Es ist an der Zeit, die Spiele zu beenden. Jackson wollte sich mir nicht anschließen, also preschte ich alleine vor in den dunklen Eingang der Höhle. Mit meiner Taschenlampe leuchtete ich in das verzweigte Gangsystem. Doch nur wenige der Gänge waren für Menschen begehbar. Ich folgte dem größten. Hier drin war es tatsächlich deutlich wärmer als draußen. Wer auch immer hinter all dem steckte, hatte das sicherlich penibel geplant. Diese Hütte, dann diese Höhle in der Nähe, das war alles kein Zufall. Als ich einen großen Raum, der wohl das Zentrum der Höhle war, betrat, ertönte ein Schuss. Er traf allerdings nicht mich, sondern schlug einen halben Meter neben mir ein. Keinen Schritt weiter! Ein Typ mit einer Knarre stand vor mir. Das war zumindest schon mal nicht Elena. Du bist also Elias? Du steckst hinter allem? Hinter all dem hier? Nein, ich bin nur ein Handlanger. Ich habe Schulden, große Schulden gemacht durch meinen Lebensstil. Ich führe hier nur Befehle aus, aber geplant habe ich so einen Krankenscheiß ganz bestimmt nicht. Das stimmt, denn das war ich. Das war Elenas Stimme. Wenn ihr beide hier drin seid, warum war nur ein paar Fußspuren draußen? Weil Elias mich getragen hat, Sherlock. Ich wollte dich in Sicherheit wiegen. Dass du es hier nur mit mir zu tun haben würdest. Ich verstehe überhaupt gar nichts mehr. Wieso hast du Nicole getötet und wieso wolltest du das dann auch noch mir anhängen? Ich wollte es dir nicht anhängen, ich werde es dir anhängen. Denn ein Mord ist nur dann perfekt, wenn man ihn jemand anderem in die Schuhe schieben kann, damit die Polizei aufhört, Fragen zu stellen.
Ich habe die Nachrichten von deiner IP verschickt, um die Spur schon rechtzeitig so zu legen. Und um dich dazu anzutreiben, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Aber darauf bist du wahrscheinlich bereits selbst gekommen. Elias, drück ihm die Waffe in die Hand, ich will seine Fingerabdrücke darauf haben. Denn Mike, wenn man dich kalt und erfroren in der Wildnis findet, dann wird man dich für den Mörder halten und du wirst nichts mehr dagegen sagen können. Der alte verliebte Kumpel tötet seine Influencer-Freundin aus verschmähter Liebe. Die Medien werden diese Geschichte lieben. Und was ist mit den anderen? Die sind auch hier. Willst du die auch alle umbringen? Die anderen, lieber Mike, die sind auf meiner Seite. Jackson, Maggie und auch dein neuer bester Freund Jordan. Sie sind alle mit an Bord. Sie haben dieses kleine Schauspiel nur mir zuliebe gespielt. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten wir dich früher in die Wildnis verschleppt und ausgesetzt, aber ich wollte noch etwas mit dir spielen. Ich weiß, wie gerne du Detektiv geworden wärst und ich dachte, ich gebe dir kurz die Hoffnung, dass du wirklich einer bist, aber du hast das Offensichtliche vor deinen Augen nicht gesehen. Du hättest jeden verdächtigt, aber niemals mich. Ich sehe es offenbar immer noch nicht, sagte ich komplett schockiert. Wieso tust du das alles? Weil ich Nicole gehasst habe. Sie hat all das, was ich immer wollte, inklusive deiner Liebe. Ich war dir immer egal und wie ich dich angeguckt habe, hat dich nie interessiert. Zudem habe ich damals auch versucht, groß rauszukommen, aber das weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr. Am Anfang posteten Nicole und ich Videos gemeinsam, aber ich bekam keine Abonnenten, weil ich einfach nicht dem Schönheitsideal dieser verdammten oberflächlichen Social-Media-Welt entsprach. Als Nicole sich dann noch von uns distanzierte, da war das zu viel. Seit Jahren schnüffelte ich in ihrem Leben herum. Jackson, er ist ein äußerst gieriger Manager. Der Typ hat keine Empathie oder Menschlichkeit. Nicole wollte ihn schon lange verlassen und ihr eigenes Ding machen. Sie drohte sogar, dass sie überall im Internet seinen Ruf zerstören würde, dass alle seine Künstler ihn verlassen würden. Ich hatte die beiden ehrlich gesagt etwas gegeneinander aufgehetzt. Und irgendwann nahm ich dann Kontakt mit Jackson auf. Ich versprach ihm, dass ich verhindere, dass sie gegen ihn auspackt und seine ganzen Machenschaften hinter den Kulissen offenlegt. Das wäre sein Karriereende gewesen. Die nächste Person im Bunde war Maggie. Sie konnte Nicole noch nie leiden, das habe ich schon immer erkannt. Gewissermaßen erkannte ich mich in ihr. Sie wird jetzt endlich aus Nicoles Schatten treten und den Hype bekommen, der ihr zusteht. Und Jordan? Dieser Mucki-Typ ist ein Dummkopf, der wäre bei allem dabei, was Jackson ihm rät. Und Elias habe ich ganz einfach bezahlt. Okay, aber was, wenn ich dich heute Morgen gar nicht angerufen hätte und dich nicht darum gebeten hätte, mitzukommen? Wie hättest du dann alles gemacht? Ach, Mikey, du bist vorhersehbar. Ich wusste, dass dein Anruf kommt. Ich war mir zu 1000% sicher. Du hast mich doch immer angerufen, wenn du eine mickrige Assistentin brauchtest. Aber jetzt ist Feierabend. Wir bringen dich tief in den Wald und lassen dich in der Kälte zum Sterben zurück. Armer Mikey. Aber dann haben die Cops ihren Täter und wir leben unser Leben ganz normal weiter. Und ich werde endlich auch ein Star werden, indem ich über dich und sie auspacke. Alle werden eure Geschichte hören wollen. Die Medien werden sich um mich reißen. Und Jackson wird mein neuer Manager. Er ist vielleicht gierig, aber er versteht sein Handwerk gut. Er wird mich bekannt machen. Es ist eine Win-Win-Situation für uns alle hier. Außer für dich leider, Mikey. Nein, das ist verrückt, das kannst du nicht machen, Elena. Ihr werdet damit nicht durchkommen und ich mag dich doch, ich. Es ist zu spät, Mike. Du warst einmal langsamer im Kombinieren als ich. Elias, führ ihn ab.
Elias und Jordan eskortierten mich immer tiefer in den Wald hinein. Tut mir leid, Mann, ich mochte dich wirklich. Ja, aber es ist besser für uns alle. Ich häng da mittlerweile schon zu tief drin. Es ist wirklich nichts Persönliches, Mike. Ja, es ist schon okay, Jordan. Abwesend starrte ich in den Nachthimmel. So sollte ich also sterben. Es reicht, hier ist es genug, sagte Elena. Hau ihm eine runter, Jordan, damit er schlafen geht. Dann bekommt er seinen Tod wenigstens nicht mehr mit. Nein, sowas mache ich nicht. Oh, kriegt der harte Fitness-Typ auf einmal Gewissensbisse? Na gut, dann du, Elias. Okay, Mann, aber das war's dann endlich auch. Ich will nur noch mein Geld, mehr mache ich nicht. Elias haute mir eine runter und ich fiel rücklings auf den kalten Schneeboden. Ich sah noch die Silhouetten der vier verschwinden. Ich hatte dann eine Art Fiebertraum. Ich halluzinierte. Irgendwann kam ein kleiner Höhlentroll vorbei und rüttelte an mir. Immer und immer wieder. Warte, das war überhaupt gar kein Höhlentroll. Das war ein Mensch. Wach endlich auf, Mann, wach endlich auf! Irgendwoher kannte ich diese Stimme. Ich bin's, Tobi! Was, Tobi? Der Typ vom Hotel, dieser News-YouTuber. Ich rette hier deinen Arsch, Mann, wehe, du gibst mir kein Interview danach. Wie bist du hierher gekommen? Ich lag den ganzen Tag beim Hotel auf der Lauer. Und dann habe ich erst Maggie und diesen Manager und danach Jordan mit einem Schneemobil den verbotenen Weg langfahren sehen. Da wusste ich, da ist irgendwas im Busch. Ich borgte mir ein Schneemobil und fuhr einfach den Spuren nach. Ich musste vorhin in einer Höhle Unterschlupf suchen, als der Sturm in der Nacht so krass wurde. Aber ich tauchte genau rechtzeitig auf, als ihr aufbracht, um diese Elena zu finden. Ich heftete mich an eure Fersen und habe sogar einiges auf Video. Das, mein lieber Mike, wird mein großer Durchbruch. Diese Story wird mich berühmt machen. Geht es denn allen wirklich nur noch darum? Aber wie dem auch sei, danke, Tobi. Wirklich, du hast mir das Leben gerettet. Hast du irgendetwas bei dir, mit dem wir um Hilfe rufen können? Ja. Ich war, nachdem ihr gegangen seid, kurz bevor ich euch dann verfolgt habe, noch kurz in der Hütte, um etwas herumzustöbern und ein paar Videoaufnahmen von innen zu machen. Ich meine, das ist einfach die Mordhütte. Naja, ich hab dann da deinen Rucksack und die Leuchtraketen darin gefunden. Ich hab sie mir ausgeborgt, weil ich dachte, vielleicht kann ich die später mal brauchen. Tobi und ich kletterten auf eine Anhöhe und als der Morgen kam, verschossen wir die Leuchtraketen. Ein Helikopter der Bergwacht holte uns ab und ich saß wenig später endlich im Warmen, genauer gesagt in einer Polizeistation. Es waren dieselben Ermittler, die mir gegenüber saßen, die mich bereits zu Hause aufgesucht hatten. Natürlich glaubten sie mir kein Wort. Sie hatten bereits die Leiche und die Waffe mit meinen Fingerabdrücken gefunden. Allerdings überzeugten sie Tobis Videoaufnahmen. Denn diese bewiesen die wahre Geschichte. Er hatte sogar drauf, wie die vier mich im Schnee zurückließen. Und das überzeugte selbst die skeptischsten Ermittler. Man nahm Elena und die kriminelle Influencer-Gang noch an diesem Tag fest. Und Tobi bekam den Durchbruch seines Lebens. Die Beerdigung von Nicole besuchte ich natürlich noch und dort wollten mich tausende Medien interviewen. Aber ich beantwortete keine ihrer Fragen. Denn eins weiß ich, mit Medien oder gar Social Media will ich nie wieder etwas zu tun haben. Du hast nach dieser Geschichte noch nicht genug? All unsere Hörbücher und Hörspiele kannst du in Spotify, Apple oder Amazon Music ganz bequem in einer Playlist anhören. Erster Link in der Beschreibung. Jetzt draufklicken. Gute Nacht.